Hallo Freunde der leichten Zeichen Unterhaltung, herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung. Heute stelle ich euch einen MAN-Viehtransporter vor. Das Ganze kostet 180, oder der ganze LKW kostet 180.000. Mietkosten belaufen sich auf 9.180. Das Ding hat 324 kW, 440 PS, 490 Liter Tank, 80 km/h. Wir können die Farbe ändern. Nehmen wir einfach mal hier. Können wir das zum Beispiel nehmen, die Felgenfarbe hier. Ja, sieht hässlich aus, kann man aber machen. Dann können wir noch die Motorgröße ändern auf bis zu 840 PS. Das war dann auch schon wieder alles, was man an dem Teil machen kann. Hier zurück, nochmal zurück, nochmal zurück. Und hier steht das gute Ding, ich habe das schon mal zum Tierhändler gefahren. Steigen wir ein. Motor an. Licht ist vorhanden. Drin auch. Drehzahlmesser geht. Rückwärtsfahrton, Hupe geht auch. Blinker auch vorhanden. Optisch finde ich ihn auch sehr gelungen. Textur ist schön. Man kann leider nicht die Klappe runter machen. Was ich ein bisschen schade finde. Aber ansonsten finde ich das ein sehr schönes Modell. Ich blende euch hier nochmal den in echt ein. So. Dann können wir nochmal eben das Pferd verladen, was da hinten ist. Ne? Gestern noch geritten, heute schon mit Fritten. Oder wie war das? Rückwärts, rückwärts, rückwärts. Stopp. So, Tor auf. Im Menü. Zack, verschieben, bestätigen. Und da drin steht da der Gaul. Und ab zum Schlachter mit dir, ne? So, das war's mit dieser Mod-Vorstellung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Über Daumen nach oben, Abo würde ich mich freuen. Haut ein Glöckchen, damit ihr nichts mehr verpasst. Und dann, bis denn.